Liebe Märchenfreunde, hier ist wieder Jadwiga, eure Märchenerzählerin. Heute will ich euch das Märchen vom fröhlichen König erzählen. Und das geht so. Es war einmal ein fröhlicher König, der lebte mit seiner fröhlichen Königin und einer fröhlichen kleinen Prinzessin in einem wunderschönen Schloss, das umgeben war von einem zauberhaften Park. Da wuchsen die wunderbarsten Blumen und die verströmten ihren Duft. Und Buchsbaumbüsche waren zu allerlei possierlichen und lustigen Tieren geschnitten. Und Vögel und Schmetterlinge tummelten sich in diesem Garten. Und in der Mitte des Gartens stand ein Springbrunnen. Und am Fuße dieses Springbrunnens kauerten allerlei lustige Gestalten aus Stein. Und wenn nun das Wasser aus diesem Springbrunnen auf diese steinernen Figuren plätscherte, dann hörte es sich an, als käme überall aus dem Garten Gelächter. Und niemand konnte sich dem erwehren und musste mitlachen, sodass in diesem Garten immer gelacht wurde. Und auch die Bediensteten, wenn sie einen Weg an dem Garten vorbei hatten, machten gerne den Umweg an dem Brunnen vorbei und lauschten dem Lachen. Eines Tages kamen Riesen. Man sah sie schon von weitem, denn das Schloss lag auf einem hohen Berg, und man sah die Riesen kommen, und sie hinterließen eine Schneise der Verwüstung. Alles machten sie kaputt, sie zertrampelten Felder und Gärten mit ihren dicken Füßen, und sie deckten Häuser ab und hauten alles kaputt, was in ihrem Weg kam. Und sie nahmen genau Kurs auf das Schloss. Die Bediensteten und Untertanen flohen als erstes. Der König mit seiner Familie harrte noch aus, aber als er sehen konnte, dass die Riesen wirklich das Schloss zerstören wollten, da floh auch er mit seiner Königin und seiner Prinzessin den Berg hinunter über den Fluss und auf der gegenüberliegenden Seite wieder hinauf. Dort nahm ein Bauer die Königsfamilie auf, und von dort konnte nun der König hinüber zu seinem Schloss schauen. Und was er dort sah, ließ ihn weinen. Die Riesen hatten nicht nur seine wunderschönen Pflanzen und Blumen im Garten zertrampelt, sie hatten das Schloss zerstört. Sie benutzten im Vorübergehen, rissen sie diese Bäume aus und kratzen sich damit an ihrem dreckigen Schädel, und sie hausten wie die Vandalen, sie schmissen die Möbel zum Fenster hinaus, sie knickten die goldenen Kugeln von den Türmchen und spielten damit Ball. Ach, es war ein Bild des Jammers. Und der König saß den ganzen Tag dort auf der anderen Seite und sah weinend zu, was die Riesen in seinem Schloss veranstalteten. So kann es nicht weitergehen, sagte er sich. Irgendetwas muss geschehen. Und er ließ alle tapferen Ritter seines Landes zusammenrufen und sagte: Wer von euch in der Lage ist, diese Riesen zu verjagen oder zu töten, der soll meine Tochter zur Frau bekommen. Oh, die stolzen Ritter in ihren Rüstungen, auf ihren Pferden, preschten runter durch das Tal, auf der anderen Seite wieder hoch, und zogen ihre Schwerter bereit, gegen die Riesen zu kämpfen. Aber die schauten hinunter auf diese lustige kleine Schar und pflückten einen Ritter nach dem anderen vom Pferd und ließen sie in den Bach fallen. Tja, und als sie sich berappelt hatten, da gingen sie zum König und sagten: Mit Schwertern ist diesen Riesen nicht beizukommen. Da sind wir machtlos. Und sie gingen nach Hause. Ja, dachte der König, wenn nicht mit dem Schwert, dann eben mit Zauberei. Und er ließ alle Zauberer im Lande zusammenrufen und ihnen sagen, dass wer auch immer
das Schloss von diesen Riesen befreien könnte, der sollte seine wunderschöne Tochter zur Frau bekommen. Nun, nach ein paar Tagen kam eine Karawane von Eseln heran. Und jeweils zwei Esel trugen eine Sänfte. Und in jeweils einer Sänfte saß ein Zauberer. Die Zauberer stiegen aus, sortierten ihre wallenden Gewänder hinter sich und mit großen Gesten verneigten sie sich vor dem König und sagten: Befiehl uns, Herr, was wünschest du? Ihr sollt das Schloss von den Riesen befreien, das wünsche ich. Die Zauberer packten ihre Zauberköfferchen und gingen hinunter, den Berg hinunter über den Fluss und auf der anderen Seite wieder hoch bis zum Fuß des Schlosses. Dort streute der Erste einen Zauberring um sich herum, trat hinein und gerade als er anfangen wollte, seine Zaubersprüche gegen die großen Riesen zu sprechen, da pustete einer der Riesen ihn einfach davon und mit ihm auch seinen Zauberkreis. Und so ging es allen anderen Zauberern. Keiner war in der Lage, die Riesen wegzuzaubern. Und so gingen sie zurück zum König und sagten: Es tut uns leid, unsere Zauberkraft ist machtlos gegen diese Riesen. Ach, da wurde der König noch viel, viel trauriger. Und er weinte, weinte bittere Tränen. Da kam ein junger Mann daher, der sagte: Na, was sitzt du denn da und weinst? Ach, soll ich nicht weinen, sagte der König, sieh doch darüber, sieh doch zu meinem Schloss, was die Riesen damit machen, das ist doch wirklich zum Weinen. Und keiner kann mich davon befreien. Oh, sagte der junge Mann. So schrecklich finde ich die Riesen gar nicht. Was gibst du mir, wenn ich dich von diesen Riesen befreie? Du, wie willst du das machen? Was gibst du mir? Du bekommst meine Tochter zur Frau, genau wie ich es versprochen habe, demjenigen, der dieses Schloss von den Riesen befreit. Der junge Mann hatte mittlerweile einen Blick auf die Prinzessin geworfen und die Prinzessin hatte einen Blick zurückgeworfen und die beiden gefielen sich. Sodass der junge Mann sagte: Das will ich schon machen, aber ich brauche eure Hilfe. Dem König war mittlerweile alles egal. Was soll ich tun? Sagte er. Ich will, dass ihr lacht und singt und tanzt. Und nicht nur du, König, sondern auch deine Frau, deine Tochter, deine Bediensteten, auch der Bauer, bei dem du untergekommen bist, lacht, lacht, lacht. Wie soll ich lachen, wenn ich nicht zu lachen habe? Lacht, sagte der junge Mann, und er selber fing an zu lachen. Und das war so ansteckend, dass der König mitlachen musste und alle anderen, die da waren, auch. Sie lachten und lachten und lachten und sie sangen und tanzten. Und plötzlich war das Lachen und die Freude nicht mehr aufgesetzt, sondern sie waren wirklich fröhlich. Sie lachten aus vollem Herzen und voller Freude genossen sie den wunderschönen Tag. Und nach ein paar Stunden, da sagte der junge Mann: Na, Herr König, seid ihr glücklich? Ach, ja, sagte der König, ich habe tatsächlich für einen Augenblick diese ganze Misere da drüben mit meinem Schloss vergessen. Nun, dann schaut doch mal herüber, sagte der junge Mann. Und der König sah rüber zum Schloss und hatte das Gefühl, dass die Riesen gar nicht mehr so groß waren. Nun, dann lacht weiter, sagte der junge Mann. Und sie lachten und sangen und tanzten und so zogen sie den Weg hinunter, sprangen über den Fluss und zogen lachend auf der anderen Seite hinauf zum Schloss. Und da waren die Riesen mit einem Mal nicht größer als ganz normale Menschen.
Und das war nun wirklich lustig. Jetzt lachten alle noch viel mehr. Und sie erklommen die Mauer, die um das Schloss herum war, und sprangen in den Schlosshof und lachten, lachten, lachten über diese Riesen, die immer weiter schrumpften. Sie wurden immer kleiner und kleiner und kleiner. Und schließlich sagte der König zu seiner Tochter: Hol ein Kehrblech und eine Schaufel und einen Besen und fege diese Riesenkrümel da zusammen. Und als die Prinzessin mit der Schaufel und dem Handfeger kam, da waren nur noch ein paar kleine Staubkörnchen, die einmal Riesen gewesen waren. Und sie fegte sie zusammen und der Wind pustete sie davon. Nun ließ der König das Schloss und den Garten wieder herrichten. Und als alles fertig war, wurde Hochzeit gefeiert. Von nun an war es verboten, mit einem miesepetrigen Gesicht sich im Schloss erwischen zu lassen. Und sollte doch mal einer zu ernst schauen, dann sagte der König: Pass auf! Pass auf, dass dir nicht etwa Riesen unter den Fingernägeln heranwachsen.